daher sei diese Aktion nicht unerwartet. Oh, da vorne kommen auch Gegner. Des Weiteren, Gäste des Ultralax fragen sich, ob man es im sündteuren Restaurant des Hotels... Boah, dem bissigen Hund erstmal ordentlich eins aus dem Pelz gehauen. Diejenigen, die sich rühmen, einmal dort gespeist zu haben, fanden das Essen schmackhaft, sagen aber, viele Tische blieben leer. Die Nachrichten brachte ihnen heute das Casino Vicky und Vance. Vicky und Vance, komm und sei unser Komplize. Dann natürlich diesen nächsten Song, den widme ich ganz ihnen. Ui, da vorne ist Wasser und hier ist ein Lager. Und ich bin jetzt mal gespannt, zu wem es gehört. Aber die Leute hier scheinen freundlich zu sein. Wir kommen mal etwas näher. Was haben wir jetzt hier? Die Ranger-Station. Ah ja. Schön, Sie bei uns zu haben. Ah, Aaron Carr Ranger. Gut, die Aaron Carr mag mich ja. Als ich diesen Auftrag erhielt, stellte ich mir mehr Zocken vor. Und hier ist Ranger Lionholm. Das hier ist ein militärischer Außenposten. Warum sind Sie hier? Gibt es hier interessante Orte? Sie sind also ein Ranger. Was machen Sie hier? Kennen Sie die Geschichte von dem Bomber, der vor dem Krieg in den See gestürzt ist? Angeblich ist er nach all der Zeit immer noch weitgehend intakt. Sie sind also ein Ranger. Seit ungefähr 10 Jahren. Die härteste Ausbildung meines Lebens. Und der Tag, an dem ich meine Marke bekam, war der schönste meines Lebens. Wussten Sie, dass die erste Schlacht am Hooverdamm von den Rangern gewonnen wurde? Die Legion hatte mehr Leute, aber wir waren besser. Was machen Sie hier? Die Ranger-Station Alpha war früher der vorderste Außenposten der RNK. Als wir den Damm übernahmen, erhielt die Station eine unterstützende Rolle. Okay, das ist irgendwie alles nicht so spannend. Auf Wiedersehen. Deswegen sagen wir Tschüss und hauen ab. So, werde hier nochmal kurz auf dem Klo vorbeigeschaut. Lecker. Hinsetzen, Latrine. Boah. Okay, wir gehen lieber weiter. Bevor mir noch irgendwelche Fäkalwitze einfallen. Denn ich möchte jetzt eigentlich nach Vault 34 ist mein nächstes Ziel. Und ich glaube, jetzt sind wir so ein bisschen abseits. So, denn man weiß nie, wer einem hier vielleicht begegnet. Vielleicht der Teufel der Wüste. Oder am Ende doch nur irgendein verrückter Händler. Wobei ich jetzt gerade gar nicht wüsste, was schlimmer wäre. Der Teufel der Wüste oder ein verrückter Händler. Okay. Ah, da vorne. Da scheint irgendwas zu sein auf... Oh, oh. Oh mein Gott. Ein Lake Lurk. Was auch immer das sein soll, es hat mich mal eben so richtig fertig gemacht. Okay, das war jetzt nicht so leicht. WTF. Okay, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir schon mal waren. Ja, Benny in Tops stellen. Ich bin froh, dass meine Leute frei sind. So. Ja, ich muss ihm ganz kurz noch sagen, dass er die Leute freilassen soll. So. Hey! Und wir gehen jetzt rüber ins Tops. Und da vorne wartet ja auch noch Vic auf uns. Ja, dem werden wir auch noch kurz guten Tag sagen. Wir wissen ja schon, was er sagen wird. Und dann gehen wir mir nicht da unten lang, denn die Lurks sind uns irgendwie viel zu stark. Irgendwie so 2, 3 Schüsse haben ja gerade gereicht, um mich hier aus den Latschen zu hauen. Das war irgendwie nicht gerade so toll. Deswegen werde ich irgendwie diese Bekanntschaft beim nächsten Mal meiden. So. Jetzt läuft natürlich Vic nicht über den Weg. Ach, da vorne war er, glaube ich. Na, da kommt ja auch schon an. Dass ich Sie hier draußen treffe. Yeah. So, haben wir jetzt alles ganz kurz abgeplaudert. Und jetzt können wir weiter. Da vorne wäre jetzt auch nochmal der Händler. Aber gut, wegen dem paar Kronkorken und dem aufbereiteten Wasser mache ich jetzt hier keinen Aufriss. Ja, da vorne sehen wir auch schon New Vegas. Das eigentliche Ziel unseres Spiels. Ja, und da begeben wir uns jetzt hin. Ich werde aber
Wir hatten noch kurz vorher in das Vault gehen, aber diesmal nehme ich keine Abkürzung, denn die führt ja irgendwie bloß in den Tod. Denn da soll es interessante Quests geben und die möchte ich doch ganz gerne machen. Dann frage ich mich gerade, wie lange dieses Spiel noch gehen wird. Ich habe ja gesagt, ich mache hauptsächlich nur die Hauptstory. Also ich werde jetzt keine großen Nebenquests machen, außer die wirklich interessanten, die mir so über den Weg laufen. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich ungern aus Fallout New Vegas ein Endlos-Projekt machen möchte. Einfach so ein bisschen die Story durchreiten und hier und da ein paar Zusatzmissionen erledigen. Dann bleiben ja auch noch die DLCs, so wie Lonesome Road. Und die will ich ja auch noch ganz gerne machen, deswegen ja, will ich jetzt mich nicht zu sehr mit dem Hauptspiel unnötig lange aufhalten. Auch wenn jetzt wieder viele sagen werden, oh, mach das, die Story ist top und die Dialoge sind klasse und die Quests sind total schnieke. Ja, ich mache hauptsächlich nur die Main Story und den Rest halt so dann nebenher. Ich wollte ja Radio anmachen. So, Radio, New Vegas. Ach, Black Mountain Radio kriege ich auch wieder rein. Mein Name ist Mr. New Vegas und meine Stimme schürt das Feuer Ihrer Leidenschaft. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Eine Welle des Terrors, verursacht von einer Bande, die sich Unholde nennt, lässt Bürger des äußeren Vegas in Scharen flüchten. Diejenigen, die sich Ausweise leisten können, sagen, die höhere Sicherheit sei den Eintrittspreis allemal wert. Und noch eine Story für Sie. Nach unbestätigten Berichten hat RNK-General Lee Oliver möglicherweise seinen Posten in Camp McCarran verlassen, um am Hooverdamm Präsenz zu zeigen. RNK-Quellen zufolge habe die Sicherung des Damms gegen Caesars Legion derzeit oberste militärische Priorität. Daher sei diese Aktion nicht unerwartet. Die heutigen Schlagzeilen wurden Ihnen präsentiert von Prim. Prim, das andere New Vegas. Manchmal ist der Weg das tote New Vegas das Ziel. Besonders wenn die Sporen lustig. Sie haben der RNK Gutes getan und jetzt möchten wir uns revanchieren. Hier ist ein Notfall-Funksprechgerät. Rufen Sie um Hilfe und wir kommen. Sie sind alles nicht alleine da draußen. Die RNK passt auf Sie auf. Viel Glück und gute Jagd. Danke. Ja, ne, da revanchiert sich die RNK ja ganz freundlich bei uns. Das finde ich schön. Und da ist der Lake Las Vegas. Und da vorne muss mich irgendwo dann das Vault sein, genau da. Und da möchte ich nämlich hin. Aber ich glaube, da sind wir auch besser, wenn wir einfach da vorne langlaufen. Ob ich auf Boone jetzt schießen kann? Das möchte ich eigentlich nicht, denn der gute Boone ist ja hier unser Kumpel, wenn's hart auf hart kommt. Selber wieder ein bisschen abspeichern, nicht, dass ich gleich wieder sterbe. So. Und hier sollen ja auch dann irgendwo diese Unholde rumrennen. Den kann ich jetzt ja auch noch aufnehmen. Was haben wir hier? Oh. Ja, sieht irgendwie sehr komisch aus. Auf jeden Fall ein Autotöff, aber mein Gott, wie alt. Schade, dass man leider mit den Dingern nicht fahren kann. So, wo bin ich jetzt hier gerade? Ah, ich laufe ein bisschen falsch. Ich muss da lang, um zu Vault 34 zu kommen. Ach übrigens, ich habe jetzt in einem Video gesehen, was passiert wäre, wenn ich dem Chris Haversam bei Repcon gesagt hätte, dass er nicht mitkommt. Dann hätte er nämlich versucht, sich an der Herde zu rächen und hätte die Tanks manipuliert, worauf die Raketen explodiert wären beim Start und wir ganz, ganz böses Karma bekommen hätten. Und das haben wir zum Glück nicht gemacht und deswegen bin ich auch im Nachhinein eigentlich froh. So, was haben wir hier oben drauf? Sieht ja auch so mitnehmbar aus. Genau. Kugel-Kaktusfrucht. Ah, wird uns bestimmt noch nützlich werden. Ich glaube, hier bin ich jetzt richtig. Genau, da geht's zum Vault. Also einfach nur noch über diesen Hügel hinüber. Dann haben wir auch schon den nächsten Ort des Geschehens erreicht. Boone, bist noch an meinen Fersen. Sehr gut, sehr gut.
So, jetzt noch ein bisschen kraxeln. Kraxeln tun wir. Und dann... Das klingt irgendwie total komisch, wenn wir springen. Ich glaube, über den müssen wir auch noch, oder? Ja, über diesen Hügel müssen wir auch noch. Und es könnten immer so zwischendurch ein paar Gegner kommen. So einfach für die Handlungs-Action. Einfach mal zwischendurch ein bisschen schießen. Aber da habe ich wohl gerade leider kein Glück. Und, nee, das, da komme ich nicht mal hoch. So, vielleicht jetzt hier hinten einfach lang. Oh, Geckos. Boah. Einfach mal den Kopf weggeballert. Und falls Sie sich fragen, ob Sie richtig sind, aber ja, goldrichtig. Wenn Sie gerne Nachrichten hören, werden Sie lieben, was wir jetzt bringen. Caesars Legion baut ihre Stellung in Nelson weiter aus. Dies bleibt ein Grund ständiger Besorgnis. Ein Goldgecko. Naja, auch ohne Gesicht jetzt. Und noch mehr Geckos. Das Sonnenkraftwerk Halliers 1 zu reaktivieren, blieben bislang ohne Erfolg. Der wissenschaftliche Leiter des Werks hat sich ganz der Lösung des Problems verschrieben, das seiner Meinung nach massiv unterschätzt werde. Aber das wär's fürs Erste. Das ist gar kein Problem. So, wir machen erstmal ganz kurz mal das Radio wieder aus. Und sprechen kurz mit Boone. Soll mir recht sein. Und geben ihm etwas aus unserem Inventar. Was geben wir ihm denn jetzt mal so? Wir geben ihm. Genau, hier die Flammenpatronenwaffe. Das reicht doch erstmal. Zack, und, schon sind wir wieder schnell unterwegs. Und können uns hier diesen LKW genauer angucken. Und bekommen die ganze Zeit ein bisschen radioaktive Strahlung ab. Oh, das muss wohl an diesen Fässern liegen mit dem Radioactive-Zeichen drauf. Mit dem Biohazard. Ja, den haben wir jetzt mal gepflegt, die Birne weggeschossen und andere Körperteile auch. Ich glaube, das kommt mit durch das Perk, das ich gewählt habe, wodurch ja alles etwas blutiger wird. Ja, kein Spiel für Kinder, sage ich mal. So, ganz kurz einen Blick auf die Weltkarte werfen und dann sind wir hier auch eigentlich fast richtig. Ich muss dann quasi hier irgendwie nur entweder auf dem Berg oder um den Berg herum. Oh, da vorne ist ein kleines Lager. Ob Freund oder Feind, weiß ich gerade noch nicht. Das wird sich noch herausstellen. Aber erstmal... Ja, schauen wir erstmal, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. So, jetzt noch diesen kleinen Hügel hinauf. Oh, da macht er schon wieder schlapp hier. Ah, wir haben es geschafft. Und hier muss es auch irgendwo das Vault sein, eigentlich... Genau genommen nach diesem Felsen hier. Nimm das. Oh oh. Ah, okay. Boone hat den Gecko im Visier gehabt. Sehr gut. Weitermachen. Wir suchen nach dem Eingang zum Vault. Vault 34 finden. Finden Sie Vault 34. Ah ja. Ich glaube schon fast, ich muss da irgendwie raufkommen. Oh. Mit grandioser Geschwindigkeit geht es hier nach oben. Und ja, hier kriegen wir ganz schön die Strahlung ab. Und da geht's runter in die schwarze Leere. Okay, geht's hier auch wieder raus? Ach, Höhle betreten. Ah! Ja, wenn das mal nicht Vault 34 ist, dann weiß ich auch nicht. So, speichern. Nee, es ist nicht Vault 34. Aber hier lauern Geckos überall. Oh. Nein! Boone ist tot. Diese Schweine.
Oh oh, Knarre ist alle. Und ich bin auch tot. Okay, das muss jetzt hier irgendwie besser klappen. Und die herrscht eine ziemlich hohe radioaktive Strahlung. Bin ich jetzt hier eigentlich richtig? Auf jeden Fall muss ich jetzt aufpassen hier. Oh. Okay. Komm her, Boon. Ich gebe dir erstmal einen Stimpack. Wir warten aber noch mehr von den Viechern auf uns. Und auf jeden Fall ist hier eine ziemlich hohe Strahlung. Wow, wie wir den zerschossen haben. Ja, den haben wir richtig schön hier zerstört. Aber mit unseren Lebenspunkten sieht es nicht gut aus. Ich sollte mal ganz dringend wenigstens etwas trinken. Und ja, den Red X, das nehme ich dann lieber draußen oder so. Bin gespannt, was es hier in der Höhle so alles zu erforschen gibt. Vorne ist eine Tür zum Mojave-Ödland. Auf der anderen Seite. Was wartet da auf uns? Erstmal nachgeladen hier. Oh, ganz viel böses Zeug liegt hier rum. Mal abgesehen von den miesen Geckos. Ah, wir dringen jetzt hier tiefer in die Höhle ein. Finden ein bisschen Munition. Was haben wir da vorne? Sieht aus wie eine alte... Ja, das ist doch Vault 34 hier. Oh. Ja. Und wie ich es schon fast erwartet habe, warten hier natürlich Ghule auf uns.